Ja, Marcel, ein 1-1 im sehr umkämpften Spiel gegen Verl, ein Punkt, zu dem euch, glaube ich, beglückwünscht. Ja, ich glaube, jeder ist froh, dass wir heute einen Punkt mitgenommen haben. In den ersten 10 Minuten waren wir absolut am Drücker. Wir haben Verl genau dahin gebracht, wo wir sie haben wollten. Kriegen wir aus einer unschönen Situation, es passiert im Fußball, die rote Karte. Aber dann war es eine brutale Mentalität und der Tivoli hat uns einfach geholfen. Man hat gesehen, dass auch wenn wir nur zu 10 spielen, dass der Tivoli der 11. Mann ist. Wie bitter war das? Das Spiel hätte irgendwie ganz anders laufen können. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Gar kein Vorwurf am Bencho. Das ist ein brutaler Stürmer. Ich glaube, sehr wenige haben so eine Qualität wie hier in der Liga. Wir würden uns jetzt natürlich sehen. Man hat die Qualität von Verl im Anschluss an die rote Karte dann auch klar gesehen. Verl hat genau dann das gemacht, was sie wollten. Fußball spielen in den ekelhaften Räumen, wo sie Fußball spielen können. Ob es 8er Raum war, ob es 10er Raum war und so weiter, sondern sie auch die Übermacht über das komplette Spiel nach den 10 Minuten natürlich. Sozusagen vielleicht das intensivste Spiel seit dem Beginn? Ja, absolut. Und von dir auch die beste Leistung seit dem Beginn? Das beurteilen andere, das beurteilt der Trainer, nicht ich. Ich versuche der gewisse Rückhalt zu sein für die Mannschaft. Und ich glaube, wir haben schon eine super Abwehrkette, muss man sagen. Ich denke, Rückhalt war es einmal mehr als ein Rückhalt auf jeden Fall. Jetzt 4 Punkte nach 2 Spielen beim Quartier. Wir sind super in die Liga gestartet. Sehr wenige haben mit uns gerechnet, dass wir letzte Woche 3 holen. In der Mannschaft ist ein absoluter Wille drin. Das lebt der Trainer vor. Dieser kämpferische Geist und jedes Spiel zu gewinnen. Und so lebt er das vor und wir setzen das um.